Und schon wieder zurück bei DSA Drakensang, das Auge der Göttin. Ein neuer Tag, ein neuer Versuch. Auf geht's. Die beiden fallen um, da kommen die ersten Skelette. So, was wir jetzt versuchen, ist erstmal die übliche Taktik. Die beiden sind halt mit ihren Klingenstürmen zuverlässige Skelettvernichter. Kurkum für die Königin, für Rondra. Mensch, da muss ich mal eben ganz kurz niesen. So, und hier... So, das nehmen wir uns vor. Der hier wird die zu Stein. Und der hier möge bitte... Wobei, warte. Wir warten mal, welche auf uns hier hinten zugerannt kommen. Die beiden. Alles klar. Naja, genau. Und Kladis nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ich hoffe, dass der Schlaf auch wirklich wirkt. Wow. Und reingehauen hier vorne. Ihr werdet übrigens sehen, dass sie im Augenblick einen Stab in Händen hält, denn ich erachte es im Augenblick für sinnvoller, wenn sie zaubert statt... Nee, sag mir nicht, dass das nicht auf den wirkt. Der Somni Graves wirkt nicht auf den. Das macht meinen ganzen Plan zunichte. Das macht meinen ganzen Plan zunichte. Problem ist... Der Paralyse ist halt nur für Menschen. Das ist das Problem, ne? Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich auch erstmal die Skelette besiegen und dann, vielleicht war das auch schlecht, dass ich den Terhaien so dermaßen niedergekloppt habe. Oh Moment, warte mal. Vielleicht wirkt ja aber der Schlafzauber bei ihm. Das könnte sein. Das bin ich. Weil könnte klar, dass ich den hier nochmal vornehmen. Zeritus. Ja. Astus. Zum Angriff. Meine. Ne, dass die Skelette in Wellen immer kommen, je nachdem, wie viele Lebenspunkte der Terrain hat. Das könnte natürlich auch sein. Sanya. Und, wie sieht's aus? Schläft er? Natürlich nicht. Alles klar. Okay. Gute Entscheidung. Ich bin auch ein bisschen auf den Senkel mit seinen Zaubern da hinten. Ich mach das schon. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. Mein Atem Mandaya Yoai Banda. Das bin ich. Komm schon. Stirb. Feya Tara Dra. Down. Ja. Ich habe das Gefühl, dass gerade nicht so viele Skelette auf einmal kommen, weil ich den Terhaien, glaube ich, ein bisschen mehr in Ruhe lasse. Könnte das daran liegen? Ja. Guck mal, jetzt gehen sie beide zu ihm und schlagen ein bisschen auf ihn ein. Und sobald sie auf ihn genügend eingeschlagen haben, die Skelette wiederkommen, sollten wir bereit sein. Derweil kann ich vielleicht schon mal das hier machen. Alles klar. Hier sind ja noch zwei übrig, das ist das Problem. Ja, da sind die anderen Skelette, alles klar. Das bin ich. Das bin ich. Für die Königin, für Rondra. Sanya. Ich weiß, wir verschieben mit dem Paralyse das Problem nur auf einen späteren Zeitpunkt. Das ist mir durchaus bewusst. Aber... So. Ich mach das schon. Er ist tot. Jetzt schnappt er euch den da. Ja. Der Zauber müsste jetzt auch durch sein. Damit haben wir dann auch unsere entsprechenden. Versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Schawupp, 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 schawupp. Sanya. Ja, ich sehe das schon. Folgt mir. Arquatus. Ich nehme die Sache in die Hand. Für die Königin. Für Rondra. So.
Nein, sie schläft. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mhm. Alles klar. Ausdauer zurück. Alle mal hergehört. Dann schnappt ihr euch den da unten, weil der nämlich gerade die arme Gwendala angreift. Die mal eben ihren Armatrutz erneuert. Wichtig. Was? Hä? Nein! Na, da kann ich schon... Mann! Das kann ich schon wieder vergessen, aber gut. Naja, ich habe nicht darauf geachtet, dass Rulana tot umgefallen ist. Das ist natürlich auch doof, weil der Terhaien, dadurch, dass er nicht tot ist, die ganze Zeit seine Schlafzauber raushauen kann und noch andere Angriffszauber, die ziemlich reinhauen, was ziemlich übel ist. Aber ich merke zumindest, in dem Moment, wo er nicht bis zum Tode geknüppelt wird, kommen nicht alle Skelette gleichzeitig. Und glaube, das ist tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, ihn letztlich umzubringen. Nun gut, neuer Versuch, neues Glück. Kleiner Augenblick. So. Neuer Tag, neues Glück. Die übliche Aktion. Wir gucken erstmal, dass wir die Skelette loswerden. Ich habe das Gefühl, dass das schon klappt. Ich habe jetzt auch nochmal die Diamantschleifsteine benutzt für die Waffen der beiden Damen. Arquartus. Mandaya Ioi Banda. Sie schläft schon. Amazone voraus. Für die Königin. Für Rondra. Hat sie den Trank nicht genommen? Dämlich. So. Da ist der erste zu Stein verwandelt worden. Komm, den Rest lasse ich jetzt mal gerade stehen. Ich will noch nicht zu viele in Stein verwandeln, weil die fallen uns nachher natürlich alle in den Rücken. Das ist ein Problem. Ja. Gute Entscheidung. Aldrasora. Kurkum! Zum Angriff! Ich mach das schon. Dezeption. Folgt mir. Hat er sich wieder ins Zeug gelegt, der Lumpenhund. Halt. So und so. Für die Königin. Für Rondra. So und so. Na klar. Saranar Ayola. So. Jetzt ihr beide bitte erstmal trinken. Ich mach das schon. Mhm. Ja. Und ihr macht im Bestfall im Hintern ein bisschen Schaden auf ihn. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Er hat sie wieder in Tiefschlaf versetzt. Schön. Amazone, meine Rache. Oh, stopp. Jetzt erstmal warten, bis der hier rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, wann er hier rauskommt. Aber noch macht er nur Blitz, dich find. Oder auch mal was. Was komplizierteres. Na gut, das ist nicht so schlimm. Schläft. Gute Entscheidung. Ja, einmal schlacken wir noch auf ihn ein. Und jetzt warten wir, bis der hier vorne, jetzt schlafen wieder zwei haben Blitz dich find. Das ist nicht so schlimm, ich will, dass der hier rauskommt. Ich darf auch nicht zu viele. Jetzt gleich bei der nächsten Welle kommen ein paar mehr. Das heißt, da können wir dann durchaus, hörst du auf anzugreifen. Wann kommt denn der hier raus, Mensch? Wann kommt denn der hier raus? Wenn ich davor weglaufe, dann kann er mich eigentlich nicht treffen. Das wäre der Plan. Da kommt er. Jetzt können wir auf ihn einhacken, dann haben wir nämlich die erste Welle komplett weg. Und können dann die zweite Welle quasi einmal frisch übernehmen.
Furax. Sanya. Mandaya Ioai Banda. Uiuiui, mit dem Hammerschlag ist der aber richtig gut mit dabei. Holla die Waldfee. So, damit wäre diese Sache erledigt. Und damit ist jetzt auch dann der letzte von der ersten Welle ausgeschaltet. Und da kommt die zweite Welle. Puh, okay. Gwendala. Erstmal einen Magie. Mal einen großen Magietrank einschmeißen. Wir gucken jetzt mal, wer von denen hier hinten zu uns gerannt kommt. So. Ja. Schnappen wir uns den hier vorne mit unseren beiden Damen. Meine Rache. Gwendala hat gleich den Magietrank eingeschmissen und du kannst den hier, glaube ich, weil ich glaube, der läuft auf Gwendala zu. Jawohl. Ja, okay, alles klar. Guck mal, wer schon wieder schläft. Sehr großartig. Der wird getroffen? Ah ja. Hier wird getroffen. Zack, zack. Schnell mal einschmeißen. Sie hat mittlerweile eingeschmissen. Dann kümmern wir uns darum, dass dieser Herr hier ist es, glaube ich. Der muss sterben. Du kannst dich derweil mal dem hier widmen. Umgeworfen. Na toll. Das bin ich. Na toll. Und wir machen von dieser Riege vielleicht mal zwei in den Steinen. Ach, guck mal, wer wieder aufgewacht ist und wieder mitspielen will. Gute Entscheidung. Meine Rache. Na. Mandaya Ioai Banda. Sanya. Alaoya. Aldrasora. Kurkum! Zum Angriff! Ja. Saranar Ayola! Ja, ja. Ja. Wieder Fexlin, unglaublich. Und er ist tot. Alles klar, es ist nur noch einer und einer im Stein. Du nimmst bitte nochmal eins von den Dingern jetzt zu dir. Amazone voraus. Und du schnappst dir den hier, dann sind wir, glaube ich, nämlich genau fertig mit denen, wenn der eine im Stein raus ist. Na klar. Währenddessen können wir schon mal ein bisschen auf Dari und Terhaien einschlagen. Ich glaube, das geht klar. Oh, jo. Ja, komm, wir lassen mal den. Jawohl, der ist raus. Damit können wir jetzt hier auch einen Heiltrank einschmeißen. Alles klar. Da ist er aus dem Stein raus. Dann wäre die zweite Welle nämlich besiegt. Macht denn Gwendala jetzt gerade, was ist denn mit ihr los? Ist sie mutig geworden da vorne? Halt! Wirfst du bitte den Trank mal ein? Gwendala, was ist... Geht's noch? Wirfst du bitte den Trank mal ein? Wäre schön. Dankeschön. Puh. Da ist sie aber gerade mal ein bisschen übermütig geworden. Die Gute. Sterben. Jawohl, da ist der Schlag, den ich noch brauchte. Jetzt können die beiden Damen hier auf den einhacken. Dann holt sich Gwendala nämlich erstmal ein Bärchen wieder. Beziehungsweise halt. Erstmal holt sie sich ihren... Aua.
ist aber, glaube ich, auch wütend auf sie. So, ihren Armatrutz wieder. Und Gladys holt sich auch ihren Armatrutz wieder. So. Gladys wirft derweil schon mal einen Zaubertrank ein, denn den werden wir gleich brauchen. Ja! Sanja, war hier entlang. Yandra Aikara. Da ist die dritte Welle. Puh, und jetzt wird's. Ja, da vorne schläft schon jemand. Jetzt gucken wir mal, wer hier hinten hinläuft. Das okay. Bin ich. Die schalten wir schon mal aus. Und du holst mal ein Tierchen hervor für alle Fälle. Amazone. Und du versuchst hier hinten sofort mal abzulenken. Wobei jetzt die Frage wäre, ob wir Daria und Herr Haien nicht einfach niederknüppeln können. Denn ich glaube, die dritte Welle ist die letzte Welle. Ich bin mir nicht sicher. Arquatus. Wir machen Daria und Herr Haien statt. Dann haben wir uns nämlich die Magie-Scheiße da aus dem Hintergrund. Die haben wir uns dann vom Hals geschafft. Ich nehme die Sache in die Hand. Für die Denn Königin. Die ist wirklich nervig, für diese ganze Andra. Magie, die er hier um sie schmeißt. Na klar. Ist er schon zu Stein geworden? Nein, noch nicht. Jetzt wird er gleich zu Stein. Jetzt ist er zu Stein. Jawohl. Damit ist Darion tot und wir müssen nur noch mit der Welle klarkommen. Die wir jetzt nach und nach da niederknüppeln werden. Und zwar angefangen mit denen, die hier hinten gerade Rulana bedrängen. Nicht Rulana, sondern ihr wisst, wen ich meine. Na, ich habe eine schlechte Sicht. So, den hier schnappen wir uns. Wir lassen mal zwei im Stein. Das bin ich. Ich glaube, mit den anderen kommen wir gerade ganz gut klar. Mein Atem geht ruhig. Okay. Lass mal den Bärchen da gerade. Und du kannst da mitmachen. Die beiden Damen sind, glaube ich, gerade gut bedient mit dem Skelett, das sie da vorne haben. Werden sie gleich weghauen. Ja, genau jetzt, nämlich in diesem Augenblick. Ich schmeiße nochmal schnell ein Tränkchen ein und hier schmeiße ich zur Sicherheit. Nicht, dass uns noch irgendwas passiert. Na, ihr kennt das mittlerweile. Irgendein Blödsinn passiert und dann ist die Sache wieder hinüber. Alles klar. Attacke! Attacke! Gute Entscheidung. Für die Königin. Für Rondra. Diese auf einmal alle Stufe 20 erreichen. Ich find's ja schön, muss ich gestehen. Ich schmeiß auch hier nochmal eben schnell einen großen Zaubertrank ein, für alle Fälle. Sprich, Freund. Feya Tara Gra. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Wir haben den Kampf geschafft, Leute! Wir haben den Kampf geschafft! Es sind nur zwei da, aber meine Güte, das wird keine große Herausforderung mehr werden. Wir haben den Kampf geschafft. Yandra Aikara. Na, also bevor ich jetzt da hinten hingehe, würde ich schon gerne, dass die hier nochmal eben rauskommen. Das wäre schön. Na, wie sieht's aus? Kommt ihr nochmal raus oder denkt ihr euch, ach nö, lass mal. Ich möchte da nicht mehr raus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Darion und der Haien tot ist. Der hat sich mit Sicherheit einfach nur wegteleportiert. Und war das das Ende? Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da muss doch noch irgendwas sein mit Frenja und Firniane. Irgendwas ist doch hier noch im Busch. Da bin ich mir sicher. Das war nicht das Ende. Leute, ihr müsst da raus. Also, ihr könnt ja nicht ewig... Hier, da. Kein Mietvertrag auf Lebenszeit. Ich nehme die Sache in die Hand. Na klar. Jetzt wird's ernst. Ach, du meinst, jetzt wird's ernst? Bist du dir sicher? Ich habe eher das Gefühl, jetzt ist es vorbei. Oder hat sie vielleicht doch recht? Oh Gott, jetzt habe ich Angst.
Ich mach das schon. Für die Königin. Für Rondra. Ja. Folgt mir. Ja. Na, ja, ich glaube, der hat's eh hinter sich. Adios, mon ami. Damit wäre die Sache hier erledigt. Ich speichere nochmal eben schnell. Hat er was dabei? Eine alte Streitaxt. Schön. Boah, dieser Kampf. Und jetzt Firniane. Frenja. Oh. Ist alles in Ordnung mit euch? Ja, es geht schon. Was ist eigentlich passiert? Ich konnte Darion Terhain in letzter Minute davon abhalten, sein unheilvolles Ritual an euch durchzuführen. Oh, ich erinnere mich. Ich stand in diesem Pentagramm. Was hatte er eigentlich vor? Er wollte die Seele eines Toten in euren Körper einfahren lassen. Bei diesem Steinkreis hier handelt es sich wohl um einen Ort mit großer magischer Macht, der für die Durchführung benötigt wird. Bei Hesinde, was für ein Frevel. Was ist mit diesem, wie nanntet ihr ihn? Darion... Terhain, er ist tot. Von ihm ist nur ein Aschehaufen übrig geblieben. Und von dem dürfte keine Gefahr mehr ausgehen. Oh, er ist wirklich tot? Ja, sehr unwahrscheinlich. Aber wo sind wir hier eigentlich? Ich erinnere mich daran, dass wir in Ferdok durch dieses Tor gingen und dann hier rauskamen. Wir sind eigentlich hier in den Blutbergen in der Nähe von Gut Dunkelforst. Gut Dunkelforst kenne ich nicht. Aber die Blutberge liegen doch ein Stück südlich von Ferdok, oder? Das ist richtig. So ist es. Dann müssen wir sofort zurück. Das Auge der Göttin? Ja. Wird sicher auch noch eine Weile ohne euch auskommen. Ich muss erst Firniana, die Tochter des Vogts von Gut Dunkelforst, zu ihrem Vater zurückbringen. Dann macht das. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit damit. Ich werde auf jeden Fall schon einmal voranreisen. Vielleicht hat Erzmagier Rakorium ja schon die Statuette zusammengesetzt. Ich werde wieder vor dem Stadttor auf euch warten. Gut, bis später dann. Jawohl, wir haben noch die Möglichkeit. Ja, stimmt. Terhain war ja nicht das ursprüngliche Ziel, sondern das Auge der Göttin ist unser ursprüngliches Ziel. Ich... Was? Geht es dir gut, Firniane? Wer... Oh, ihr seid das. Wo ist... Du meinst Darion Terhain, dein Entführer? Der ist tot. Dann ist es vorbei? Ja, das ist es. Travia sei Dank. Das habe ich wohl euch zu verdanken? Ja, ich denke schon. Was ist mit Danos und meinem Vater und den anderen Leuten vom Gutshof? Mach dir keine Sorgen, denen geht es gut. Dann lasst uns schnell zurückkehren. Ich kann es gar nicht erwarten. Ja, brechen wir auf. Halt, nein, nein! Ja. Gibt es Neuigkeiten von meiner... Aber da ist sie ja. Firniane, du lebst. Endlich habe ich dich wieder, Geliebte. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Und das haben wir nur meiner Retterin zu verdanken. Ja, natürlich. Entschuldigt, aber die Freude, meine Tochter endlich wieder zu haben, hat mich dermaßen überwältigt, dass ich euch völlig vergessen habe. Ich hatte ehrlich gesagt schon jede Hoffnung aufgegeben. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ihr habt mein vollstes Verständnis dafür. Wie soll ich euch nur danken? Als einfacher Verwalter dieses Gutshofs verfüge ich leider nicht über die Mittel, euch entsprechend zu belohnen. Das ist auch wirklich nicht nötig. Seid still. Natürlich ist es nötig. Nehmt wenigstens dieses Amulett von mir. Eigentlich sollte es Firniane zu ihrem Travia-Bund bekommen. Aber jetzt sollt ihr es haben. Bitte nehmt die Belohnung an. Es ist auch mir ein Herzensbedürfnis. Gut, wenn ihr unbedingt darauf besteht... Hier habt ihr es. Ihr bleibt doch sicher zur Zeremonie. Leider nicht. Ich muss dringend nach Ferdok zurück. Das ist wirklich schade. Ich hätte es mir so sehr gewünscht. Bitte bleibt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, bitte tu uns den Gefallen, unser Ehrengast zu sein. Es tut mir leid, aber das ist wirklich nicht möglich. Ich wünsche euch beiden alles Gute für euren Travia-Bund. Lebt wohl. Kann leider wirklich nicht bleiben. Wirklich, wirklich, wirklich. Auch wenn ich es gerne machen würde. Wäre schon interessant. Charisma-Amulett. Charisma plus 3, das ist tatsächlich nicht so schlecht. Meine Güte. Wir haben Terhain besiegt! Wir haben Terhain besiegt! Ja! Ja! Meine Güte. Jetzt bleibt nur noch das Auge der Göttin. Das müssen wir noch finden. Keiner von den beiden will mehr mit uns reden. Habt noch einmal vielen Dank für die Rettung meiner Tochter. War immer jederzeit. Wow.
Puh, aber ich wollte eigentlich da oben auf dem Berg nochmal gucken, weil im Aschehäufchen von Terhaien, ne? Konnte man das vielleicht noch plündern? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, aber... Oh, warte mal. Ich wollte erstmal nochmal hier bleiben. Hier ist aber der, jetzt sagt auch kein Geweihter mehr was zu uns, oder? Mal kurz gucken, ob die hier noch irgendwas anderes zu sagen haben, vielleicht. Nachdem ja jetzt die Festlichkeiten dann doch stattfinden können. Denen hat sowieso keiner was zu sagen. Der Pereine-Geweihte? Auch nicht. Die Magd und die Magd auch nicht. Der Knecht. Ah, gut. Alles klar. Hier können wir leider nichts mehr machen. Ich denke, die Feier wird jetzt stattfinden alsbald. Der Predo hat uns nichts zu sagen, außer ein paar Sachen zu verkaufen und damit haben wir, glaube ich, die Geschichte rund um die beiden abgeschlossen. Die können endlich in Frieden ihren Hochzeitsbund feiern. Ich persönlich gehe aber jetzt trotzdem noch mal ganz kurz da oben hin, in der Hoffnung, dass da nicht schon alles weg ist. Na, denn der hat ja ein Aschehäufchen hinterlassen und vielleicht ist das Asche... Ich hätte das plündern sollen, bevor ich mit Feriniane gesprochen habe. Das ist mir aber zu spät aufgefallen. Bin mir nicht sicher, ob man da überhaupt was plündern kann, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Deswegen laufe ich nochmal ganz schnell da oben hin. Und, ich kann es nur immer wieder sagen. Huiuiuiuiui, der Kampf hat es in sich. Der hat es wirklich in sich gehabt. Aber letztlich muss man sagen, nicht unfair, ne? Also, es ist nicht so... dass er extrem unfair oder einfach nicht schaffbar gewesen wäre. Man muss sich halt seine Taktik zurechtlegen, mit der man arbeiten möchte. Und dann funktioniert das auch. Den Aschehaufen kann ich leider nicht mehr... Nee, da ist nichts drin. Und hier das Pentagramm hier mit den Schädeln. Heiliger. Oh. Oh. Übel. Übelst. Und mit dem Monument hier kann ich auch nichts mehr machen, oder? Nee, ich glaube nicht. Hinter dem Monument irgendwas? Nee. Na gut, ich denke, dass wir hier oben nichts mehr machen können. Das Aschehäufchen zu plündern wäre jetzt auch zu viel des Guten. Denn wenn es schon ein Aschehäufchen ist, dann deutet das ja eigentlich schon an, dass da nichts mehr ist, was man plündern könnte. Insofern, ja, ich gestehe es zu. Trotzdem hatte ich die Überlegung, nochmal herzugucken. Für alle Fälle. Naja, das heißt für uns, nächste Folge auf nach Ferdok und dann geht die Suche nach dem Auge der Göttin los, denn das gilt es noch zu finden. Auch wenn der Dario und Terhaien hier mittlerweile... Ach ja, warte mal. Weißt du, was mir da einfällt? Der Dario war ja auch nicht der Einzige, der nach dem Auge der Göttin gesucht hat, ne? Wir hatten da ja noch mehrere Gruppierungen, die nach dem Auge suchten. Oh je. Ja gut, ich bereite mich mal vor auf das Schlimmste, wie üblich. Und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.